So, nochmal. Wir haben jetzt seit 20:43 Uhr, 30. Mai, ne? Und 18 Grad haben wir heute jetzt um die Uhrzeit, ja? Und es ist ja heute in Anführungsstrichen sonnig gewesen, ja? Aber ich habe die Balkontür offen gehabt den ganzen Tag und nochmal 21,8 ist es jetzt schon raufgegangen von 21,1 oder was wir vorher gehabt haben auf 21,8 innerhalb von 20 Minuten. Und 21,6 ist die Temperatur, das ist ja geil. 21,6 ist die Temperatur, die da oben liegt, am Sensor oben. Und am Boden habe ich 21,8. Ja, Luftfeuchtigkeit 55% an der Station am Boden und 53% Luftfeuchtigkeit auf der Station, was oben liegt, am Sensor. Ja, es ist sensationell. Ja, bei 18 Grad Höchsttemperatur, ohne Heizung. Ja, das ist sensationell an so einem Tag. Und jetzt habe ich schau, wo ich jetzt rausmesse, was ich vorher noch gehabt habe, jetzt habe ich auf einmal da vorne 21,4. Was ich gerade vor ein paar Minuten noch 20 irgendwas gehabt habe, oder 19,29, jetzt haben wir schon 21. Ja, ich schau, ich messe genau denselben Punkt. Ich schau mal, da schau, da hinten an dem Ding, ne? 21,1, 21,2. Immer noch derselbe Punkt. Man sieht's, ja? Da. Ja, 3. Also, wir halten hier immer auf den Käfig. Das ist so, ja? Diese Temperatur ist, oder das Gerät ist immer ausgerichtet auf diesen Käfig. Ja, jetzt schauen wir mal, was wir hier haben. Das geil! Er ist das gesehen, schau. Ey, jetzt waren wir gerade auf 25,7, jetzt geht er, schau, 25, 25. 25 Grad haben wir hier oben an dem Blech. Wie soll denn das gehen? Nach kürzester Zeit, nachdem ich jetzt gerade mal kurz herin bin, haben wir hier 25 Grad herin. Ja? So. Das möchte ich mal wissen, wie das gehen soll. Schau, wer weiß, wahrscheinlich finde ich noch irgendwo einen Punkt, wo es wahrscheinlich noch höher ist, kann schon sein. Ja, weil es ist ja oft so, da 25,2, ja, muss man immer schauen. Ja, auf jeden Fall wird die hier schön glänzend draufgehalten. Ja. Das muss da reinziehen, ja. Und jetzt hat das Gerät noch ein, dieses hat noch einen minimalen Defizit. Jetzt schauen wir mal, schau. Ich messe jetzt hier die Stirn, ne? Meine Körpertemperatur 33,5. Jeder weiß, dass ich 36, dass ein Mensch 36,5 hat. Also fehlen 3 Grad, ja? Das heißt, dass wir eigentlich hier wahrscheinlich 25, ja, steigt ja so, schau, das sag ich ja, so wunderbar. Dass wir hier wahrscheinlich 26, 27 Grad haben. Ja? Also so viel da dazu. Und ich bin's leid. Ich schwöre es bei Gott, hier herin, ich werde hier permanent bestrahlt. Ganz einfach. Und jetzt schalte ich da nochmal an, damit man das besser sieht. Hier sind wir auch. Da hinten, wo die Füße sind, sind wir immer auf fast schon 25, 24. Also 25 ist es schon. Ja? So viel da dazu. Ja? Und es ist kein Scheiß, was ich sage. Okay. Und mir reicht's jetzt, ich habe die Schnauze voll. Und wenn jetzt die Staatsanwaltschaft diese Beweise nicht annimmt und der Sache nicht nachgeht, dann hab ich so derartig den Kanal voll. Hey, dann reicht's mir so derartig. Ja, weil ich hab echt, ich mag nicht mehr. Ja? Und es ist kein Scheiß, was ich erzähle oder ein Bullshit. Ja? Das ist absolut nachvollziehbar an den ganzen Messungen, die ich mache. Jeder, der ein bisschen Ahnung hat und ein bisschen Hirn hat im Kopf, ja, da kann der kleinste, dümmste Mann, ja, wird feststellen, dass das nicht sein kann, ja? Diese Messungen. Genauso wie letztens die Messung von der Luftfeuchtigkeit. Von 36% Luftfeuchtigkeit hierin. Ich lache mich tot. Wir haben hier über 90% normalerweise. So 90 ist so hier in Hamburg. Ja? Aber ich hätte hier sagenhaft 36% Luftfeuchtigkeit in meiner Wohnung. Ich weiß genau, von was das kommt. Ja, diese geringe Luftfeuchtigkeit, diese Trockenheit. Deswegen habe ich ja immer so ausgesehen, komplett vertrocknet. Ich schmier mich ein und bin am nächsten Tag komplett ausgetrocknet. Ich schwör's bei Gott. So, das war's jetzt erst einmal.